So, jetzt bin ich tatsächlich da. Perfekt. Wer ist erst, was wir machen? Wo ist denn diese Scheißeinstellung? Hi, ja, Lukas direkt da. So. Passt schon. Jetzt wisst ihr auch schon, was ich vorhab. Heute. Damit bin ich fertig. Gut. Also sollte jetzt alles passen. Soweit ich richtig lieg, soll jetzt alles passen. Dann schalte ich jetzt meinen PC aus. Ich habe jedes Mal Angst, dass irgendwie ein Stream ausgeht, was keinen Sinn macht. Aber gut. So. Ja, tatsächlich und sich wie auch tatsächlich. Also ich habe hier noch was zum Essen. Mal wieder gut im Stream essen. Habe ja keine anderen Hobbys. Ja. Ich habe eine gute Idee. Hold up, weil es ist so ruhig. Ist nicht schön. Aber für was geht's denn ein Plattenspieler in Minecraft? Oh Gott. Sind die Schallplatten? Das ist die beste Frage von allen. Die Schallplatten. Ah ja, perfekt. Schauen uns mal beide an. Das ist nicht so laut. Naja, wir müssen jetzt einmal weiter wegplatzieren. Oh Gott, ist das schlimm. Ich werde wahnsinnig. Oh Gott! Das können wir nicht machen. Hier in den Ohren weh irgendwie. Scheiße, ey. War nur entspannt mal Musik anmachen. Okay, wenn ich mich still hinstelle, dann können wir es machen. So. So seine professionelle Variante. Hey, war ich jetzt noch ein Schild? Ich hätte hier das Overlay einfach in Minecraft bauen können. Naja. Die Frage ist, wie es nie geworden ist. Oh, jetzt beginnt das Battle. Das entscheidende Rennen. Am Ende gewinne ich. So wird's laufen wahrscheinlich. Beste Thank you.
du kommst weg, ist schon die Beste. Ernsthaft so? Wir hatten das erfunden. Das sah gerade nicht gut aus. Das sah gerade gar nicht gut aus. Ach du Scheiße. Das sieht echt scheiße creepy aus, mein Skin. Können das alle Minecraft-Skins? Nee, oder? Da haben wir gar keine mehr. Legen wir mal nochmal die auf. Ist die drinnen? Hallo? Ich muss. Oh. Hallo, ich möchte die abspielen, bitte. Zieht das nicht an Schallplatte oder was? Ah, jetzt. Mal schauen, was das für eine ist. Perfekt. Ich bin auch gleich fertig. Ja. Aha. Das eigentlich was? Ja, das lädt. Nein, das funktioniert. Ah ja, ja, es geht alles. Wieder Command. Jupiter möchte ja gerne Pixelcraft, aber wenn das Projekt beendet ist, dann brauchen wir es nicht mehr. Okay, das wäre erledigt. Ja, okay, jetzt soll ich noch was trinken. Aber dann können wir starten. Feine. Aber ich denke, wenn ich weg bin, wollt ihr das hören. Zunächst Jupiter, nicht der Wanderkrater, sei froh. Lieber nicht. Lieber nicht. Kann ich das bitte clearen? Das ging doch. Entfernen. Boah. Okay, dann lass mal beginnen. Man hört die. Ja, ich habe die Musik ausgemacht. Wir haben keine Musik. Waldbiome.
Es gibt gefühlt gar keinen Ton mehr, das ist auch scheiße. Es gibt auch Minecraft-Musik. Die habe ich ja wahrscheinlich so leise gemacht, dass man die jetzt nicht mehr hört. Oder die existiert nicht. Oder machen, wir können Hintergrund. Nee, keine Hand ausblenden. Oder die Hand ausblenden. Auf jeden Fall das Dings oben. Aber wo waren das jetzt gerade? Hier oder? Super, dass ich die Einstellung wieder finde. Ah, hier. Nein, ich mache keine Musik an. Wir lassen das so. Wir hören jetzt ja nur Hintergrundmusik. Minecraft. Ah, die ist auch jetzt sehr leise. Nein, ich möchte nicht so eine Musik im Hintergrund die ganze Zeit haben. Bisschen lauter müssen wir schon machen. So. Ja, das bin ich falsch. Audio, hier. So, also passt es doch, oder? Finde ich es gut? Oder nicht? okay, dann lass uns erstmal aussuchen. So. Also nee, jetzt nicht direkt das Tutorial, sind natürlich erst ein Haus bauen. Also ich denke, es ist eine schlaue Idee. Also ich würde es so modular bauen, dass ich das Holz halt einmal austauschen kann. Je nachdem. Ja gut, okay, dann ist gut. Ja, okay, aber Eichenholz so schön passt. Eiche und Fichte, wir sind hier. Ja, okay. Ja, ist fraglich. Es geht. Perfekt. Oh Gott. Die neue Steuerung ist seltsam. Ich würde schon gerne so an einem Berg bauen. Oder auch nicht. Machen hier einfach ein bisschen hinzufügen, weil ich möchte das sehr, naja, sehr modular machen. Also dass es jeder in jeder Welt einfach machen kann. Also, aber ich habe auch, also ich habe vor, noch weitere zu machen, halt für verschiedene Dings. Naja, wir sind jetzt Rivalen. Das stimmt tatsächlich. Ah, na, Karte, das ist halt ein bisschen einfacher. Er muss auch noch in die Schule. Zurzeit. Du hast zurzeit einen Vorteil. Also, wenn du gewinnst, mach dich bereit auf den nächsten Kampf, würde ich sagen. Ich glaube, das ist Lukas seine Kampfansage dann. Ach. Nee, das wollte ich nicht. Ich wollte in den Chat rein. Bitte in den Chat. Oder wie komme ich in den Chat rein? Hallo? Ah, doch so. Uhrzeit. Kann ich das nicht einfach ausmachen? Ist ja auch wunderschön. Aber... Lies nicht Hand ausblenden. Ist die Hand wichtig? Okay, dann blenden wir ihn wieder ein. Stimmt, Karte. Ja, du kannst ja nicht fliegen, aber deinen Platz 1 musst du theoretisch wieder verteidigen, dass du wieder nicht teilnehmen musst. Oh, wait a minute. Ja, doch, das kannst du machen. Du kannst für immer an keinen Kampf teilnehmen, indem du immer Erster bist. Dann bist du immer an keiner Gefahr. Aber du musst natürlich Erster werden und deswegen musst du ja aktiv sein. Also es ist keine, keine Möglichkeit zu cheaten irgendwie. Ich glaube, Platz 1 ist schwerer, als nicht rauszufliegen. Ah,
ich weiß nicht, ob das geht. Lass mal testen. Ah, danke. Ja, ich glaube, das geht. Ich wusste den Befehl nicht. Danke, Lukas. Du. Daylight. Night. Ich habe es falsch gemacht. Died. Ah, nee. Ah, nee. Zeig. Cycle und dann auf False. So. Okay, dann machen wir es jetzt noch Mittag. Danke, das ist sehr nett. Ich wusste den Befehl nicht mehr. Ich dachte, das geht auch nicht. Früher ging das ja eben nicht. Wait a minute. Was ist hier? Ah ja. Man kennt's. Die speziellen Minecraft-Bäume. Sehr schöne Baumwahl. Naja, gut verpackt auf jeden Fall. Da haben wir noch andere Locations, also in den nächsten Streams können wir Dings machen. Das nicht, ja genau, ich habe noch einen Dschungel ausgesucht und noch eine Wüste. Weil, ja, das sind noch die Grundbiome. Das habe ich extra nachgeschaut in meinen. Also das sind so die Grundbiome. Natürlich ist es unwahrscheinlich. Also eigentlich spawnt man meistens hier. Und dann werde ich da noch verschiedene Varianten wahrscheinlich bauen. Mit der Zeit. So dass halt jeder dann seinen Typ hat. Also ich werde dann immer mehr Tutorials zu den Häusern machen. Also ich denke schon, dass es am Ende 10 Häuser sind. Und wenn natürlich neue Versionen rauskommen und geile Blöcke und so, dann kann natürlich sein, dass ich auch neu mache. Oder so. Okay, dahin muss ich. Wir könnten auch. Ja, okay, komm, lass halt gleich eigentlich die Bergschule nehmen. Ding ist, es ist auch ziemlich gut, dass man erstmal eine freche. Also ich werde es auf jeden Fall richtig gut machen. Zu sagen, ja, welche Blöcke braucht man ganz genau, weil das nervt mich immer übelst, wenn ich weiß, was man genau braucht, wenn man ein Haus baut. Und auch Schritt für Schritt nicht plötzlich so, so jetzt baut ihr mal das und das. Also ich werde es gut machen. Also jetzt nicht jeden einzelnen Block, aber vielleicht auch. Muss ich ja fast. Kann keine Timeless machen. Ja, schon sehr gut. Okay, die Fläche. Wie groß soll denn unser Haus werden? Vielleicht ist auch heute einmal nicht ein Erfolg. Aber okay, kaum wenn, dann ist ja schon Eichenholz nehmen. Das ist ja auch eine Starterbase. Die ist jetzt nicht so krass. Soll ich schon schön aussehen, aber. Da 4x4 ist scheiße. Da machen wir 5x5. Ich denke, 5x5 ist eine gute. Nee, das ist zu klein, oder? Ja, das ist zu klein. Wir brauchen was Größeres. Nur, ich habe eine Idee. Könnten wir so ein Haus bauen? 6, aber da brauchen wir schon 7. Aber hat noch einen geilen Zusatz. Oh Gott. Ja, das habe ich gerade auch gemerkt. Wir waren ja kein richtig Starter, also schon ein bisschen Fortschritt muss man ja schon haben. Ich habe so vor, mit einem Berghang zu arbeiten. Weil das hat man ja überall, wenn nicht mal, und sei einfach auf einer geraden Fläche. Sechs, sieben, oh Gott. Ist es gleich groß? Kann es sein, dass ich dumm bin? Eins, zwei, vier, fünf, sechs, sieben. Eins, zwei, drei, vier. Ich sehe nicht.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Doch, das passt. Oh Gott, komm schon. So. Ich weiß nicht, ob das gut wird. Das werden wir jetzt sehen. Oder ob das scheiße wird. Sieht schon mal schlimm aus. Also es kann sein, dass wir es natürlich verändern. Ich glaube, hier hebe ich den Boden einfach an. Es muss nur am Ende gut aussehen. Das wäre mein Wunsch. So. Da ist die beste Location ausgesucht, ja, ich weiß. Ich hatte eigentlich vor. Hab vielleicht nicht so gut. Ja, ich bin jetzt kein Experte darin. Hätten ja vielleicht selber ein Tutorial anschauen sollen. Und dann ist einer nachmachen. Einfach illegal. Ah, das wird noch eine optimale Location. Das gibt einen Bann. Das gibt einen Bann von Anacato. Da will einer einen Bann sehen. Okay. Das sieht doch schon besser aus. Eieiei. Sieht schlimm aus. So schlimm sieht das jetzt auch nicht aus. Okay, es sieht noch schlimm aus. Aber es wird nicht für immer so schlimm aussehen. Vielleicht auch doch. Das werden wir nie erfahren. Problem ist, wenn ich hier mit dem Hang was mache, ist natürlich auch wieder variabel. Ist die Blöcke-Anzahl. Oh nee. Anzeige ist raus. Banana Kato rastet komplett aus. Das ist der Rage Quit. Das ist der Rage Quit, finally. Nein, okay. Ja, dann hier so einen schönen Hang. Mit Stein, oder? Da müssen die Spieler Stein bekommen. Nee, das geht nicht. Stein zu bekommen ist schwierig. Ich hab einen Plan vielleicht. Okay, es ist eine scheiß Location. Habe ich vielleicht gemerkt. Inzwischen. Aber es wird eine super Location. Was nicht fast für den Teil passt gemacht. Kato, du willst Mod werden. Ich sehe das nicht ein. Du bist so total unaktiv. Unaktiv, genau. Inaktiv. Das sehe ich nicht ein. So einen Mod will ich nicht haben, der die ganze Zeit nicht da ist. Nee. Also so einen Mod will ich nicht haben. Das geht einfach nicht. Der nie da ist, Mann. Sieht immer schlimmer aus. Fällt mir gerade noch so auf. Es wird jedes Mal schlimmer.
sich das hier überhaupt lohnt? Naja, doch schon. Hier machen wir da eine Trennwand rein. Das steht schon mal fest. Habe ich das ernsthaft jetzt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, langsam bin ich auch, ich bin dumm. Vielleicht bin ich das auch. Zählen sollte ich eigentlich schon können. Für ein Tutorial. Aber das werde ich nie können. Sorry, Zuschauer. Oder eher gesagt, Mods. Das wird nie was. Hoffnungsloser Fall. So. Sehen wir hier diese Säule? Ja, das ist wieder richtig. Geil. So. 1, 2. Da geht's jetzt in die Mitte. Zellen, erste Klasse Schule. Ja, ich sollte nochmal zurückgehen. Besser so. Sieht auch für den Grundriss gar nicht so schlecht aus. Sieht miserabel aus. Oh, wow. Aber nein, eigentlich nicht. Ich mache noch einen zweiten Stock auf jeden Fall. Das wird ein schmales Haus, also für einen Berg eben. Für eine zweite Etage wird es dann gut. Und Lukas, wie weit bist du jetzt schon? Hat mir Mühe gegeben. Mit welcher? Ich meine, es gibt mir Mord. Oder was? Ist wirklich gut. Was ist wirklich gut? Hat es jetzt geklappt oder nicht? Das ist die Frage. Nicht, ob das gut ist oder nicht. Oder war das auf was anderes bezogen? Ah, der Preis ist untertrieben. Welches untertrieben? Hallo, was habe ich verpasst? Ach so. Kann es sein? Hey, lol. Einfach plötzlich unsichtbar in euch geworden. Kaufen Sie heute das Neue. Junge, nee, ich kaufe jetzt kein Handy. Danke. Danke, nein. Ich kaufe kein Handy. Ich würde sagen, der Berg sieht miserabel aus. So, nee, der sieht schon gut aus. Qualitativ eine perfekte Meisterleistung. Ja, das sieht gut aus. Soll ich direkt einstellen, für was auch immer ich einstellen soll? Ich weiß es noch nicht. Aber jetzt passt es. Ja, es ist jedes Jahr so. Aber das Schlimmere, schlimmer ist da eigentlich FIFA. FIFA macht es jedes Jahr so. Das ist das Ding. Allerdings macht es nicht mehr so krass. Also es macht, naja, kann auch schon. Und teurer. Das stimmt. Okay, das ist eine Sache, die stimmt. Bei Minecraft. Was für Minecraft? Was laber ich? Ich bin auch nur wieder stecken geblieben. Ich baue zu gerade. Kann ich nicht bauen. Das sieht nach einem natürlichen Berg aus jetzt. Bitte, setz einfach Danke. Ah ja, die Blöcke. So.
Jetzt passt es doch. Das Problem ist, jetzt haben wir hier eigentlich auch keinen Platz mehr vor dem Haus. Aber mal schauen. Okay. Ja, ich habe gerade eine gute Idee. Fällt mir gerade auf. Naja, haben wir gesagt, erst das Eichenhaus. Das ist besser. Professionell gemachte Blumenkästen. Sehen die geil aus. Da kann sich natürlich dann professionelle Blumen nehmen, die man hoffentlich findet. So, ja. Mehr Blumen wird man nicht finden. Huawei viel besser. Nee, Samsung. Hallo, was ist denn Huawei? Was ist denn hier falsch jetzt? Ja, jetzt läuft hier ganz einiges falsch. Also, wirklich. Fanalkato, da muss er nochmal drüber reden. Ja, deine vielen Entscheidungen. Die Säule ist hier dumm. Fällt mir gerade auf. Die muss man eigentlich hier machen. Hinter um den Block zu kriegen. Schlimm, schlimm. So. So. Okay. Jetzt ist es wieder. Jetzt wird es ja langsam echt. Jetzt wird schlimm. Ah, das ist nicht. Nee, das ist nicht schlimm, was ich jetzt mache. Das geht. Weil. Das. Kann man vertragen. So. Fenster muss ich noch reinmachen. Fällt mir gerade wieder auf. Es zeigt vier Zuschauer an. Ja, es zeigt vier Zuschauer an. Die sind noch da. Denke ich mal. Also es ist sehr wahrscheinlich. Ja, ich mache sogar eine Angaben. Ja, ich weiß, wie ich das mache. Dass ich sage insgesamt, wie viel Holz man braucht. Ja, das nervt auch immer, dass man nicht weiß dann gesagt, wie viel Holz man braucht. Und hier drin habe ich dann den Trick, dass man ja auch Slabs nehmen kann. Aber wir brauchen jetzt schon noch ein zweites Holz, oder? Ja. Dann kann ich ja noch dazu sagen, dass man das Holz beliebig mixen kann. Weil sonst wird das Haus hässlich. Und das. Ich habe schon einen guten Plan, dass ich dann das Haus in drei verschiedenen Varianten mal baue, die gut aussehen. Eigentlich bin ich gar nicht der Survival-Spieler für das Ding. Macht vielleicht nicht mehr Sinn. Ich mache es ja mit der falschen Taste. Bei mir zwei. Ich will aber nicht diese Zuschauer an einer Karte. Noch immer nicht. Es war schon schlimm, als ich einen Roblox-Stream gemacht habe. Ich will gern wieder welche machen. Na, dann kommt diese irgendwie Neckmar dabei raus. Wo du denkst, ja, danke. Danke fürs Gespräch. Hat man. Kann man sagen, Fenster sind schon overpowered? Auf dem Level? Nein, oder? Nein, das sind zwei. Nein. Fenster sind easy. Das müssen die hinkriegen. Sehe ich hier auch hier reinmachen. Raumfunktion noch nicht mal überlegt, aber gut. Aber es entwickelt sich was. Ja, nächstes Mal ist auch bald weg.
Wahrscheinlich. Wenn er ist, der wird es nicht mehr lange überleben. Ja, gesagt. Dann ist es vorbei. Müssen schon noch so machen. Ja. Das ist jetzt vielleicht sogar 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, das ist besser. Dann passt das auch wieder. Bei der. Ich glaube, wir machen noch einen Keller rein, auf jeden Fall. Mit Eingang zu einer Mühle, sozusagen. Weil das sagst du, oder? Haben wir es in der Starter? Ja, okay, nee, ist halt ein ganzer Anfang, aber nicht mehr dann. Würde ich sagen. In so eine Starter besser ich keinen. Ah, einen Keller brauche ich. Mit Truhen. Weil sonst sehen die scheiße aus. Weil ich finde, wenn man so Starter aber sind es viel zu wenig Truhen drinnen. Also ich habe immer so viele Sachen. Also, wenn ich hier mal anschaue. Dass er mit so einem Freund jetzt ist. Hatte geschrieben, dass er mit einem Freund ist. Ah ja, Neckmar, Hobby los, mal wieder komplett. Kickt rein. Nee, das passt schon von außen. Von außen ergibt Sinn. Ja. Von innen euch auch. Ja, du spammst aber jetzt schon genauso. Bist du jetzt auch zum Neckmar? Was ist denn da los? So, ich glaube, das reicht auch mit Fenstern. Eigentlich vielleicht sogar hier, so, ja. Ich sehe kein modernes Haus hier. Vielleicht würde ich sogar das hier so ein bisschen offen lassen. Was ist sonst? Ja, wir können so einen schönen Eingang machen. Das wäre auch eine gute Idee. Der Typ ist komisch. Ja. Du auch. Irgendwie befreie ich gerade Neckmar. Ich verteidige Neckmar. So was hätte ich mir auch mal erzählen müssen. So was man mal jetzt macht. Neckmar verteidigen. Ja, so. 4 Block Decke Höhe ist schon geil. Schon ja dann Luxus. Oder sagt ihr, es ist zu viel? Wir machen 3,5. Seit wann kann ich überhaupt noch ausbauen? Da wäre ich vielleicht auch ein bisschen besser in so holzmäßig bauen. Weil ich kann schlecht irgendwie mit Holz. Ich baue lieber moderner. Oder so halt. Oder mit Stein, den Dings. Mit Holz bin ich noch ziemlich schlecht. Lol. Das passt einfach. Schon direkt. Ich will irgendwas Gutes noch machen. Das ist cool. Macht man sowas in Minecraft? Ja, oder? Kannst du hier so zuklappen? Dann kannst du zusperren. Krass, OP. Aber ich würde sagen, das Haus nimmt langsam schon Form an. Die Seite sieht hässlich aus. Man kann es nicht so viel verlangen, auch Blätter zu haben, weil eine Schere ist easy. Achtest nicht mehr auf Nachrichten und so. Das sich verändert. Oh, schade. Ja, das stimmt. Ja. Das liegt daran, dass sich der Chat verändert hat. Es tut mir leid. Dafür kann ich nichts. Einfach abgehoben. Ja, sorry. Der Chat ist auch abgehoben an meinem Handy.
dass ich den nicht mehr sehen kann, hä? Was ist denn da los? Aber was, wann der streamt, das kann ich dir nie sagen. Und wenn ich es wüsste, dann würde ich es nicht sagen, damit du nicht weißt, wann ich gehe. Ja, perfekt. Das war nicht so gemeint. Ich habe nicht so eine. Das ist was Cooles. So, ja. Sieht das cool aus? Safe. Nee, das sieht scheiße aus. Lass das. Muss nicht sein. Das lass nicht sein. Wenn ich wieder am PC bin, kann ich auch besser auf Nachrichten reagieren. Was ist mit der Tür hier? Die ist auch abgehoben geworden. Schlimm. So. Das passt jetzt. Wunderschön. Dann nehmen wir auch eine Fichtenholztür, weil die ist einfach schöner als die andere. So. Du willst wissen, wann du bei mir einbrechen kannst. Ah, ja. Also das geht nicht klar. Das FBI Open Up direkt. Ich will hier noch was Geiles einbauen. Vielleicht so Fichtenholz-Ding hier. Ah, nee, das ist mit der Decke nicht vereinbar. Einfahrbar. Oder? Vielleicht sieht es ja geil aus. Sieht scheiße aus. So. Oh nee, ich kann echt nicht bauen. Schade. Hier müssen ja auch noch Blumen hinmachen. Das sieht aber scheiße aus hier. Oder? Läuft nicht schon. In der Mitte vom. Ah, Junge, jetzt am Handy oder was? Slap in den Bogen? In den Boden? In den Boden? So. Ah, ja, okay, das ist nicht so gut. Das könnte gut sein. In der Mitte vom Haus, vielleicht noch oben. Das ist eine Slap, ein Block. Noch eine, dann ist es runter. Was sagst du da, das ist runter? Das ist da nicht runter. Ah Gott! Das ist alles falsch. Das ist da nicht runter. Das sieht scheiße aus so. So vielleicht, aber nicht so. So. Das Ausrufezeichen ist zum Glück ein bisschen davor. Zum Glück. Da haben wir nochmal Glück gehabt. Oh Gott. Wie lange bin ich jetzt schon? Ja, fast eine Stunde. Und da steht. Aber es geht doch. Und sieht besser aus. Also wie ich es jetzt gemacht habe, oder? Das hätte ich selber auch noch hinzugefügt.
Aber ich hab. Oh, jetzt weiß ich, was ich hier machen will. So Deckenbalken. Oder? So Balken, so hier lang. Sieht das schön aus? Schon, oder? Ja, ich find's schön. Das ist dann eins höher als das Dings. Weil sonst finde ich die Fenster so ein bisschen eingeengt. Das feiere ich nicht. Perfekt. Ja, ich weiß sogar nicht, ob wir es im ersten Stream jetzt das erste Tutorial schaffen. Wir machen einfach so lange, bis wir fertig sind. Fenster sehen schlimm aus. Oder? Das geht nicht. Das geht gar nicht so. Oder? Was sollten wir da machen? Hat einer eine Idee von euch? Ich sehe. Oh ja, ich verreck schon wieder. Ich sehe schon, keiner von euch hat eine Idee. Finde ich sehr gut. Sollen wir eigentlich hier unten rein? Er geht auf einen Film schauen. Oh, let's go. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Okay, bei einer Karte, dann tschüss. Viel Spaß dir. Naja, okay, ist ja okay. Echt abgehoben geworden. Mann. Mann, Mann, Mann. So. Können wir was Geiles da mit den Fenstern machen? Ich lasse Lukas einen Vorsprung, wenn er überhaupt noch da ist. Und noch da bleibt. Das weiß sie ja nicht. Vielleicht denkt er sich, nö, dann gehe ich jetzt auch. Denk an die Mindestpunktzahl. Na, okay, ihr seid gut dabei. Also 17 von 28 braucht ihr mindestens. Das kann sein, dass ich es nochmal erhöhe, aber nicht über 20. Über 20 nicht, weil das ist übertrieben. Sonst. Also wir schauen mal am Ende, wie es ausgeht. Beim letzten war es ja echt schwach, da hätte ich den dritten, glaube ich, oder welcher das war, auch immer, auch gern, glaube ich, gekickt. Nee, das sieht scheiße aus. Ich habe hier oben eine geile Idee jetzt bekommen. Na, einfach hier jetzt so. Boah, selber bin ich so gut in Minecraft. Oh, Ludo Nike. Hier. Ja, das ist schade. Was ist denn passiert? Liegst du denn im Krankenhaus? Nett auf jeden Fall, dass du vorbeischaust. Ich heiße Destens, wird dich geredet. Glaube ich.
Weiß ich nicht mehr, aber gut. Erzähle ich später, okay. Aber cool, dass du mal vorbeischaust. Ich wünsche dir eine gute Besserung auf jeden Fall. Wenn ich hier nicht mehr weiß, was ich hier mache. Gott. War schon mal besser, was ich gemacht habe. Falls aber einer eine Idee, wie wir die Symmetrie hier herstellen können, müssen wir wieder dazu machen. Und hier draußen? Gar kein Fenster, oder? Wir brauchen hier schon Fenster. So sieht dann wiederum von innen scheiße aus. So sieht es dann von außen scheiße aus. Es gibt kein perfektes Mittelmaß. Findet ihr das schlimm? Nein, oder das geht schon. Ich glaube, man kann es verzeihen. Hoffentlich. Wenn nicht, ist schade. So. Was kann man denn hier jetzt machen? Das ist die beste Frage. Ich will mich erst mal weiter um unten kümmern. Sonst erstmal Glasscheiben einsetzen. Ah, ich freue mich immer, wenn der Nightbot was schreibt. Super. Ich denke immer, ja, eine neue Nachricht. Es ist jemand Neues da und dann so, nö. Ich bin's einfach nur der Nightbot. So, nein. Sieht doch gut aus. Ich frage jetzt nur, was wir jetzt da reinmachen. Nightboard, jetzt spammt er aber hier. Das geht gar nicht. Lukas ist einfach nicht mehr da. Er will den Kampf wirklich spannend machen. Ah Gott. Ah, das zündet ihr mir nicht ernsthaft an, dass ihr den Modkampf so spannend macht. Was kann er denn hier reinmachen? Was braucht man denn alles in den Starterhaus? Zur Truhenlager, das kommt unten in den Keller. Schlafbereich kommt auch oben. So eine Art Wohnzimmer, aber in irgendeiner Funktion brauchen wir. Hat einer eine geringste Idee? Mit Inneneinrichtung tue ich mich immer schwer. So ein Armor-Stand eigentlich schwer zu craften, aber braucht man den überhaupt nie, oder? Wir könnten hier ein paar Fässer machen. Sieht auch schlimm aus. Oh Gott, jetzt soll ich wieder selber was überlegen. Was? Es gibt jetzt Boote mit Huhn. Nein, oder? Hä? Ernsthaft? Wenn ich doch verarschen. Wie lange war ich denn bitte schon nicht mehr da? Einfach ein Boot mit einer Truhe. Episch. Sah die Bedrock weiter als die Dings oder ich hab's noch nie gesehen. Hier noch
noch andere. Hallo? Ich kann hier nicht ins. Gibt's ja die anderen neuen Sachen auch schon. Nö. Hä? Doch! Die gibt's ja schon. In echt gibt's die auch schon, oder? Das wäre jetzt traurig. Boah, ich habe alles verpasst. Naja, okay, ich weiß, dass es die Sachen gibt. Aber dass die schon drinnen sind. Stimmt, ja doch, die sind drin. Stimmt. Fällt mir gerade noch so ein. Stimmt, ja. Habe ja alles verpasst plötzlich. Eine Woche nicht aktiv. In Minecraft. Dann direkt schon Schwächeanfälle. Oder was heißt Schwächeanfälle? Sehr flache Treppe. Willst du hier? Oder was? Du willst hier gern? Ja, Junge, ey, Mann, jetzt wird hier. Oh, nee, okay, du willst eine flache Treppe. Noch mehr Ansprüche vielleicht. Vielleicht noch eine runde Treppe. Okay, was eine runde Treppe ist, frage ich mich gerade selber. Dann kann ich aber auch wenigstens in den Keller kommen. So. So besser. Das passt hier, oder? Aua, au. Ja, das passt. Das sind, so. Jetzt hast du eine sehr flache Treppe. Ich eigentlich so eine Fensterablage. Und hier kann auch so ein Geländer dran. Lukas, hast du es schon mitgekriegt, dass das Ding nicht mehr da ist? Ja, muss schon schnell runterkommen. Barakato ist hier gegangen. Weiß, was das heißt, oder? Tatsächlich gab es noch nie einen Zeitpunkt, wo jemand vor Banakato war. Es gab noch nie. Außer Gleichstand, das gab es schon. Aber noch nie gab es einen Zeitpunkt, wo jemand vor Banakato war. Okay, jetzt ist es noch nicht so weit. Es reicht noch nicht. Aber ja. So. Wenn ich noch hier überlegen. Ja, nee, das nicht. Okay, Weltrekord gebrochen. Ja, es ist ein offizieller Weltrekord. Beantragen ihn. Ziegenhörner. Kann, ich brauche das jetzt. Oh Gott. Ich hätte die ganze Sache noch gar nicht angehört. Widerstehen. Ja, okay, danke. Okay. Das wird gut werden. Können wir ja tatsächlich so Mangroven-Sachen reinbauen. Da ist ja auch in so einem Sumpfbiom. Ich dachte, das gibt's da noch nicht, weil ich es hier nicht entdeckt habe. Wann habe ich die Welt erstellt? Nee, das war erst gestern oder am Mittwoch. Ja, das war. Nee, das war gestern. Ich erinnere mich noch ganz genau daran. An diesen Moment der Wahrheit. So. Ich würde gerne noch ein. Kann sich einfach einen Blumentopf machen. Nee, oder? Geht nicht einfach. Schade.
Ist auch schon wieder so eine Scheiße hier. Das gefällt mir nicht. Oder wir ziehen es wirklich einfach ringsrum. Naja, jetzt so geht's nicht mehr. Da geht's zu weit. Oder wir gehen nochmal um die Kurve. Ja, das geht. Genau. Ja, okay, ja dann. Ja, okay, jetzt geht es schon langsam. Zu Maß. In der Tür einfach. Wenn wir hier daneben machen, alles noch immer zu massiv, oder? Ist schon, wenn dann hier was Schmales runterziehen. Aber nicht so was Huge ist. Jetzt haben wir keine Tür mehr. Wie weit ist es jetzt, Lukas? Wird es heute noch was? Oder wird es heute nichts mehr? Da kannst du mir Live-Tipps geben. Zum Live-Tipps von einem Minecraft-Profi. Die brauche ich. Treppengeländer sind überbewertet, oder? Ja. Das ist der hier scheiße. Sollte man ja neu machen. Ja, okay, ich kann, dann können wir es eigentlich auch gleich. Nee. Schwierige Geschichte. Oder wir machen es einfach so. Sieht ja wieder so, als würde die Treppe einfach ins Nichts reinballern. Das ist schon besser. Ja, auf jeden Fall an dem Bett. Das ist schon mal klar. Ach, wie er weiterbauen, das ist natürlich nicht klar. Hier können wir ja tatsächlich mal sowas machen. Das Dach wird wieder. Wir machen kein Spitzdach. So ein Standard-Minecraft-Dach. Das ist so ein Standardhaus. Welches jeder versteht. Und nicht so schwer ist. So. Äpfel brauchen wir nicht. Vielleicht will ich es aber auch. Okay, so das dürfen wir nicht machen, sonst sieht es wieder gleich asiatisch irgendwie aus. Sobald ich hier eine Ecke weglasse, sieht es irgendwie asiatisch aus. Direkt, finde ich. Warum auch immer ich das so denke. Das kann jetzt auch weg. Oh, das sieht ja schon richtig geil aus, hä? Ich feiere mein Haus. Also das werden wir auf jeden Fall öfters machen. Wir müssen ja nicht nur Häuser bauen. Aber so Farm-Tutorials machen wir nicht, weil das ist scheiße. Also Tutorials zum Bauen so? Auf jeden Fall. Weil dann lernt euch selber noch ein bisschen auch bauen. Und Tutorials. Ich hoffe, dass ja wieder so ein Video rauskommt wie jedes Roblox-Video. Was dauerhaft Aufrufe bekommt.
Das wäre sehr geil. Das würde ich sowas von feiern. Nur eins wenigstens von den Tutorials. Weil es kann nicht sein, dass ein Roblox-Tutorial das beste Video auf meinem Kanal ist, sondern auch so scheiße. Es muss dann schon ein Minecraft-Tutorial sein. Vielleicht nicht das erste. Das erste soll einfach nur gut geklickt werden. Boah, ich könnte ein absolutes Highlight daraus machen. Den wir ein Glasdach machen. Lass das machen. Hauen halt etwas viel. Ah, wir sind gerade auf einer Scheißhöhe. Aber vielleicht sieht es auch gar nicht so schlecht aus. Werden wir gleich sehen. Doch, das sieht schrecklich aus. Aber was ich hier gerade vorstellen könnte, was gut aussieht. Ja, weil die Decke ist eh schon so hoch. Da ist das Glas da nicht noch so unendlich hoch sein. Mit Connected Textures wäre es natürlich noch geiler. Also ist natürlich auch geil. Oder? Wie sehr fühlt ihr das Dach? Vielleicht hier noch so ein Querbalken. Oh, hier immer so runtergehen. Der Balken muss ja auf der Höhe sein. Okay, und das würde ich dann halt nochmal seltener Sound ist das bitteschön. Dann vielleicht sogar nochmal. Ja. Fühle ich. Fühle ich. So. So, boah. Alter, fühl ich das Ding. So stark habe ich noch nie ein Haus gefühlt. Das wird das beste Tutorial der Welt. Also jeder dieses Haus fühlen wird. Hä? Oh nee, das ist ja nicht nur die Taste. Das war aber auch noch nie die Taste. Das ist irgendwie ein bisschen zu nah. Ich weiß nicht, oder? Es wäre irgendwie geiler, einen halben Block weniger. Da wäre ja doch kein Zoom-Bike, ne? Sondern sowas hier. Das ist dann schon wieder schlimm aus oder schlecht aus.
doch schon, wenn dann machen wir. Ja, ich weiß, wie wir es machen. So. So sieht's doch geil aus. Ich dachte schon, der Traum ist vorbei vom schönen Haus. Theoretisch kann alles so ringsrum machen. Ah nee, ich finde es so ganz schön. Wir könnten auch noch so quer einmachen, aber dann wird das Dach auch zu klein. Hey, es wird. Es wird Nacht. Nein, wird's nicht. Ah ja. Sicher. Das hier gefällt mir nicht. Das mag ich nicht. Naja, es muss noch auf jeden Fall schöner werden. So. Hier auch was schwierig. So. Nee, jetzt sieht es schlimm aus. Bett ist noch schwierig. Da Bett. Da, ja, da ist eine gute Sache. Da. Da draußen. Da auf dem Baum. Ich habe eine Idee. Gute Idee ist, das werden wir gleich erst sehen. Nee, nee, nee. Das muss schon noch hier bleiben. Es sieht auch schon geil aus. Ach so, das Bett. Ich dachte, du hast den perfekten Platz. Und ich muss nicht mehr überlegen. So.
So, und jetzt können wir hier eine riesen Bettenfront machen. Nein. Wollen wir ein Doppelbett machen? Sieht das scheiße aus? Sieht scheiße aus, ja. Aber so sieht es auch nicht mehr so schlecht aus, oder? Oder? Sieht noch immer, oder? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Vielleicht so, dass man das auch als Couch benutzen kann. Sieht auch noch nicht so geil aus. Sieht noch schlimmer aus. Das, ich weiß nicht. Was gibt's denn noch Wichtiges? Könnten theoretisch was in Büchern. Schwierig. Sehr, sehr schwierig. Wir könnten theoretisch dann gleich einen Zaubertisch einbauen. Ah, er ist auch überbewertet und den braucht man eigentlich nicht mehr, nie. Ah, das kommt runter. Hier ist ganz schön dunkel. Ich habe schon einen Plan. Lagerfeuer. Wo machen wir den Ofen hin? Hier. Zwei normale Öfen. Das sieht scheiße aus, oder? Umso tiefer, umso besser sind die, ja. Ich die also ein bisschen tiefer mache, ja, okay, ja, dann ist auch zu tief. Da eher normale Öfen.
dann eine Laterne zum Beleuchten. Ich muss ja dann auf jeden Fall, also, ja, das Haus nicht fertig kriegen. Ich werde es da wahrscheinlich noch fertig bauen müssen. Wenn ich hier so einen nehme. Im Eingang weiß ich doch auf jeden Fall schon, wo man da was machen kann. Hier. Sehr gut. Der Eingang ist beleuchtet. Hier ist eigentlich auch schon gut beleuchtet. Also wir könnten sagen, das reicht uns. Amboss darf natürlich auch nicht fehlen in der Küche. Hat man so. Nee, einfach nur so. So ein Schmiedetisch kann aber auch schon haben. Die Frage ist immer, was noch? Steinsäge ist natürlich auch hilfreich. Weil ich kann schlecht hier einbauen. So. Ja, geht schon. Eine Ender-Chest brauchen wir noch. Ja, das sieht doch gut aus. Jetzt kann ich's doch. Hier muss ich kurz gehen. Eine kurze Pause, dann kann ich vielleicht wieder mehr überlegen. Braucht noch ein Schild, wo es drauf steht. Warte. Ausrufezeichen. Nee, nicht Leerzeichen. So. Gut, das passt. Tschüss.
Ah, nicht sneaken. Stopp. Nein. Ah. Ein flammendes Haus. Ganz einfach. Was braucht man denn noch alles für Blöcke? So ein Schleifstein. Kann auch noch in die Küche packen. Und so eine Kettensäge. Bin kurz sogar gleich wieder da. Nee, das geht nicht. Das geht. Bann. Das weißt du. okay. Das ist ein Steinesäge. Steinesäge, genau. Hier ist die Steinsäge, auf der man sich schön stellen kann und zerschnitten wird. Genau. Nein. Es musste so weit kommen. Eigentlich dachte ich nur, die kommen nur bei Redstone-Technik. Es musste so weit kommen, dass sie jetzt auch noch. Ihr spioniert auch noch. Halt, stopp. Hallo. Guter Herr, wollen Sie das hier auch in einem anderen Kanal bringen, das Tutorial? Ich hab gesagt, nein. Halt, stopp. Halt, stopp. Wir unterhalten uns gerade. Du bleibst schön hier. Also. Du klaust keine Sachen hier. Halt, stopp. Du hast schon von vielen anderen Leuten die Tutorials hier geklaut. Guter Herr. Immer wenn man was Gutes gebaut hat, wenigstens sagen Sie, dass ich das gut gebaut habe. Danke. Oder sagen Sie das überhaupt? Kann das vielleicht einfach nur random? Wenn es gut ist? Oder einfach nur zufällig? Aber dass Sie genau jetzt kommen. Ich gerade dabei bin. Das geht nicht. Sie wissen, dass Sie jetzt sterben müssen. Ja, schau es mir jetzt so an. Ich weiß, dass du sterben musst. Das musste so kommen. Die Lamas dürfen ja noch leben. Dieser Typ. Oh nein. Nein, ich Lama in den Weg. Sehr schön. So, Lamas, ihr dürft frei laufen. Ihr habt nichts getan. Hoffe ich doch mal. Okay, ihr habt auch was getan. Ihr seid die Besitzer. Ihr könntet auch geheime Informationen übermitteln, ohne dass ich es will. Also lasst das bitte. Du könntest das genauso tun. Deswegen bleib da jetzt stehen. Danke. So einfach geht es. Jetzt wird mein Tutorial doch nicht auf einen anderen Kanal erscheinen. Wenn jetzt plötzlich ein neuer random Zuschauer da war, der dachte sich auch so, okay, was geht da ab? So. Wir könnten ja hier sowas tun. Oh, ich habe eine gute Idee. Oh, habe ich eine gute Idee. Die lassen wir gleich mal durch. Die habe ich natürlich von jemand anderen geklaut. Ich weiß gar nicht, wer dies gebaut hat. Ob das ja da unten Haus gut aussieht. Ja, doch schon, oder? Fühl's. Auf jeden Fall. Ich sogar zwei Fenster draus machen. Ja, das passt hier nicht gut hier.
Weil mit den Blöcken, da kann ich so viel anfangen. Und so sieht es schon noch aus, als wär's. Sieht es noch so aus? Nee, nicht so ganz. Doch schon, es sieht gut aus. Ich feiere das so. Eigentlich wollte ich sie anders machen, aber boah, von innen, yo, das sieht ja richtig geil aus. Sieht richtig gemütlich aus. Also finde ich jetzt. Das ist doch voll das Ding jetzt. Ja, okay, und die dann machen wir dann durchgängig. Weil Weisheit kann. Ja. Ja, jo. Okay, sieht ein bisschen. Die Seite ist nicht so die schönste, aber von hier, ja. Ja, okay, jetzt gerade. Ich glaube, das liegt doch gerade an Regen. Was so schlecht aussehen lässt, hoffentlich. Bitte sag, das war das Wetter, was es so schlecht aussehen lassen hat. Bitte. In der Zeit kann ich was essen. Ja, es war der Regen, oder? Es war doch mindestens der Regen. Das ist offiziell bestätigt jetzt. Sehr nice. Ist auch eine schöne Location hier. Ja, irgendwie alles in der Nähe. Nee, hatten wir ja auch eine Höhle. Ist doch safe irgendwo eine Höhle. Das ist natürlich endgut. Ja. Aber auch noch ein riesen Höhlensystem. Das wäre ein schöner. Das wäre ein schöner Ort für eine Base. Du hast hier das Holz. Das hier. Du hast da auch noch Strand, da Eis. Und da. Ja, okay, die Wüste und so ist ein bisschen weiter weg, aber. Da hinten sieht's voll geil aus, muss ich euch noch zeigen in den Stream hier. So. Das ist schon. Ja. Ja, Eingang fehlt irgendwie noch was. Gibt's noch irgendwas, das man unbedingt braucht? Was wir noch nicht haben. Komposter finde ich jetzt nicht so, der passt nicht so rein. Also fühle ich nicht so irgendwie. Benutze den aber auch eigentlich nie. Man kann es natürlich auch einfach so lassen. Vielleicht lieber das da machen. Das da hier hin, das da dahin.
Ja, doch schon besser. Naja, unten ist schon gut geworden. Ist Teppich zu viel verlangt? Weiß auch nicht. Ja, ist schon unnötig. Ein Teppich. Ich will ja, ich weiß ja selber immer. Echt, ja, ich bin so. Die YouTuber wissen ja immer selber nicht, was sie da machen. Erstmal alle. Nein, okay. Nee. Naja, wir brauchen sogar gar keinen Keller. Ja, den Keller mache ich als Add-on, weil man übelst viel Kistenlager braucht. Weil der wird auch nicht so geil aussehen, denke ich mal. Boah, das ist hier richtig. Ey, ich fühle den Bereich hier. Richtig. Hier will ich in Real Life auch wohnen. Warte ich, dass hier kein PC ist. Das geht nicht. Das will ich nicht. Aber warum wollte ich überhaupt sneaken? Macht nicht mehr Sinn. Ah doch, weil ich hier dran setzen wollte, so. Das nicht. Ah, ist besser immer ein bisschen. Naja. Sieht auch scheiße aus. Geht sie auch, dass das gut aussieht? Könnten was mit Schildern machen. Ich habe Schilder hier doch gar so. Ja, perfekt, danke. Schilder ist glaube ich ein gar nicht so schlechter Call. Oder? Hier oben, was man auf jeden Fall braucht, will man eine Ender. Kerze, Schwerte kann ja mit Bienen war ja schon schwer. Ich nehme lieber noch eine Laterne. Weil in der Nacht ist schon dunkel hier. Bestimmt. Können ja mal Nacht machen. Jo. Dann ist ja eine richtig geile Atmosphäre. Okay, jetzt irgendwie ist es aber auch dann so ein bisschen. Ja, ich glaube, es ist nicht hier. Nee. Es geht schon. Aber jetzt sind ja meistens nicht bei Mitternacht hier, sondern bei. Nee, nicht bei anderem Wetter. Auch, aber. Bei denen hier. Und da geht es noch voll klar. Da ist voll klar.
okay. Wir müssen den Ender Dragon Kopf irgendwie noch hier einbauen. Falls man den schon hat. Vielleicht auch nicht, mal schauen. Vielleicht auch nicht. Hier oben brauchen wir einen Teppich. Unten nicht, aber hier oben. Das macht das gleich ein bisschen die Atmosphäre noch ein bisschen geiler. Da. Eine gemütliche Farbe. Auch eine, die ja nicht so schwer hat. Rot kann man doch. Rot ist sicher eine der einfachsten. Es würde auch mit dem Bett gut harmonieren. Das kann auch durch die roten Blumen einfach den Farbstoff bekommen. So. Bisschen zu lang. So. Ja. Dann noch so. Ja. Nee, jetzt ist hier ein bisschen zu. Ja, perfekt. Dann noch hier reinhaken. So. So mag ich. So fühle ich sogar Weihnacht. So fühle ich sogar Weihnacht. Was ist das denn? Ein Tag ist natürlich allgemein sehr geil. Aber das ist noch ein bisschen zu leer hier. Was haben wir denn noch so? Ich will nicht so gern so unnützliche Sachen. Okay, die Bücherregale sind eigentlich auch unnütz. So feiere ich sie sogar noch ein bisschen mehr. Okay, dann machen wir das nur noch. Ich habe jetzt einen Plan. Für den Ender Dragon Kopf. Oder nee, hier so drauf. Ja, doch, fühle ich. Die ganze Zeit fühle ich mein Haus. Ich habe Gefühle für mein Haus entwickelt. Und dann am Ende will er sich so Monster Spawner hier rein. Also, ja, ihr braucht den Monster Spawner. Das ist natürlich dann. Hier ist dieser Schlamm. Bodendecker. Was für ein Name. Moosteppich würde ich auch fühlen. Aber das ist dann. Nee. Oder Grün. Ja, wäre schon auch was Geiles. Das kann er auch hier reinbauen. Es geht. Okay. Gut, der Regen ist hier drin auch schon auch geil. Oben hört man ihn so, als wäre man draußen. Nicht. Nee, Wetter. So. Wollen kein Regen. Wir können doch noch ein Geländer, oder? Aber, boah, ich habe so eine gute Idee bekommen. Daraus ein Geländer. Wir haben jetzt schon sehr viel mit Dings gemacht, deswegen machen wir jetzt daraus.
Ja. Ja, let's go. Ja, ist übelst geil. Aber hier ist noch ein bisschen irgendwas fehlt noch. Ja, im Sumpf, das wird spannend. Wenn wir da was mal bauen wollen. Kleiderschrank. Brauchen wir eigentlich noch hier hin. Dürfen wir jetzt, wir müssen bei Fichtenholz und Dings bleiben. Aber wenn wir andere Häuserdesigns wählen, dann schauen, ob wir es wirklich machen. Ja, das Fenster ganz leicht dann angeschnitten. Oder? Ich glaube, da kommt man nicht durch. Ja, das denke ich mir auch jeden Tag. Jeden Tag, ja, das Stream. Nein, okay, das nicht. Das war natürlich nicht ernst gemeint. Aber das ist geil. Ach, das dann zu. Waren das einfach? Ja. Schon. Auf jeden Fall. Ist eigentlich schon fertig. Lederrüstungen sind immer so geil. Weiß nicht warum. An so einem Kleiderschrank sind die übelst. Alter, was ist da nicht für seltsame Sounds hier? Ein Flap leer. Hier tagsüber runter. Hier fehlt auch noch was. Die Küche. Weiß nicht, irgendwas passt mir nicht. So ist schon besser. Naja. Deutlich besser. Sieht schon ziemlich gut aus, das Haus. Was ist denn noch dann? Also hier fehlt noch was. Eigentlich auch nicht. Eigentlich hat man auch schon alles, was man braucht, oder? Zum Leben. Außer jetzt noch den Keller. Darunter ist natürlich jetzt so eine Stein. Weil ich würde gerne mit denen arbeiten, weil das ziemlich einfaches Material. Weil es dann einfach rankommt.
Das würde ich als Kante nehmen und da drunter. Weil ich denke auch. Kann das dann ressourcenfreundliches Haus nennen? Ja, oder? Schon. Weil ich ja jetzt nicht übelste overpowered Sachen genommen. Wir müssen ja die Treppe. Nee, wir müssen hier eine Steintreppe machen. Muss gar nicht zugehen, ich habe noch nie einen Keller gebaut, der schön aussieht. Traurige Wahrheit. Bist du wieder da? So, aber das Gleich war ja ziemlich lang. Das geht nicht. Es waren schon Spione da. Die wollten mein Haus kopieren. Wie immer bei The Jokecraft. Du kennst doch Spione, oder? Wenn du die nicht kennst, dann muss ich enttäuscht sein. Da bin ich sehr enttäuscht. Wir lassen die Wände. Als komplette Wand würde ich es aber nicht nehmen. Ist dann zu. Oh nein. Wait a minute. Na nee, doch, das passt schon. Ah, das sind dann die ganzen Sachen. Ja. Du kennst das Haus noch gar nicht jetzt, Lukas. Ich muss dir das mal zeigen gleich. Von einem Minecraft-Profi möchte ich dann wissen, ob das Haus gut aussieht oder eben scheiße. Was gibt es denn für Bedeutung? Yo, der Sound ist erstmal übelst scheiße auf Kopfhörern. Danke. Und ich habe erst das Gefühl, der schräg. Ich dachte, mein ganzes Haus explodiert, Mann. Auf Dings ist es übelst. Auf PS4 ist es irgendwie immer übelst seltsam. Da sind die Sounds noch irgendwie, weiß nicht, anders. Irgendwie. Gerade der schwierigste Fragen. Zu den schwierigsten Fragen. Zu den schwierigsten Fragen. Nee. Kann man den Keller auch einfach wegnutzen? Kann man. Schlage ich hier auch vor im Video. Den werde ich auch ganz am Ende erst erwähnen. Wenn dann so alle sehen, scheiße, der kann gar keine Keller bauen. Jetzt reiße ich das ganze Haus wieder ein. Ich wollte doch einen Keller.
sie normalerweise schaut auf das ganze Video. Sieht das gut aus? Das wäre halt richtig ressourcenschonend. Theoretisch kann man das sogar als Etage nehmen. Von außen sieht sicherlich auch nicht so schlecht aus. Da können wir jetzt natürlich nicht mehr machen. Oh, okay, wir reißen ganz aus eine. Das wäre das Beste. Heute ist Freitag, das heißt, ich muss morgen das Tutorial fertig machen. Um es am Samstag zu bringen. Mal schauen, vielleicht kommt auch Sonntag, Samstag, also Sonntag einfach kein Video. Wegen Schulstress. Ich versuche mich anzustrengen. Aber kann natürlich auch sein, dass das ein Fail wird. Wie geht klar, wenn der Boden jetzt noch besser wird? Ah, gutes Bodenmaterial in dem Keller. Stein. Könnten so ein Mustermann von dem Andesite. Das feiert doch immer jeder. Das ist dann wieder ein bisschen zu langweilig. Da machen wir dieses Muster, was gefühlt jeder macht. Perfekt. Ich werde jetzt wie jeder. Das Muster ist einfach gut, ja. Ich weiß nicht, macht das jeder? Nein, ich glaube, das habe ich selbst erfunden. Selbst erfunden, direkt Patent drauf anmelden. Das habe ich tatsächlich nicht abgeschaut, das habe ich selber entdeckt. Also, nicht das, das wahrscheinlich hat es schon mal jemand gemacht. Aber das habe ich nicht entdeckt. Jo, was geht? Ich liebe deine Streams. Danke, Mosch. Jetzt ist sie endlich nicht mehr getimed und schreibst 100 Nachrichten, ohne dass du direkt gebannt bist. Danke, Mosch. Du auch. So. Haha, Nightbot erstmal Timeout. Perfekt. Nightbot mag dich nicht. Darf ich dein Cutter sein? Soll ich hier nochmal überlegen? Das ist eine gute Idee. Okay, dann lass uns mal das Kistenstapeln beginnen. Könnt ihr ja? Boah, was? Boah, ich habe eine geile Idee. Passt nämlich mit da oben nicht. Nee, jetzt ist gar nicht zu viel. Das ist gar nicht zu viel für diesen Keller hier. Jupiter meldet sich auch noch. Krass, dass ihr euch auch noch meldet. Also, ja, Urlaub ist entspannt. Ja, geil. Ja, geil. Was sage ich? Ja, geil. Macht keinen Sinn. Naja, das ist schön für dich. Nee, das klingt auch scheiße. Ja, es ist. Ja, es ist cool. Ja. Mir geht's gut. Wo? Ja, mir geht's auch gut. Jupiter schreibt Nachrichten ohne was? Kriminell. Das geht nicht, das weißt du, das wird direkt gebannt. Das wird direkt gebannt.
Man darf also keine Flaggen senden. Flaggen mag anscheinend der Chat nicht. Ja, nee, dafür kann ich nichts, hallo. Wenn du irgendwelche. Vielleicht willst du ja falsches Flaggen hier reinsenden. Nein. Nein. Nein, 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 nein. Nein. Nee. Böser Spion. Du bist dein. Güter. Du hast doch nicht überlebt. Du böser Spion. Ich weiß ganz genau, du wolltest so ein schönes Haus abbauen. Ne? Hast du abbauen. Ist hier noch irgendwo ein Spion? Es reicht langsam. Zeig mal das Haus, ja, mach ich gleich. Jupiter-Flaggen sind noch immer nicht erlaubt. Lernst du es langsam mal. YouTube mag das nicht. Was verstehst du denn daran nicht? Irgendwie will ich ja schon gern sowas hier haben. Aber das geht doch klar. Oder? So ein Steinrahmen. Ist auch im Haus schön. Oh. Zumindest in der Küche ist das schön. Im Flur vielleicht nicht mehr. Aber hier in der Küche, da ist das Safe doch richtig geil unter den Arbeitsflächen halt. Aber ist das dann hier nicht so geiler, wenn wir das so machen? Und dann, genau jetzt weiß ich wieder, wie das geht. Boah. Ich baue das erste Mal einen schönen Keller. GG. Ich hatte erst auf die Sie geschrieben, bei Discord scheint auch YouTube Stream aus. Dachtest, der Stream ist schon aus. Ja, ein Tutorial wird auf jeden Fall kommen. Danke. Junge, das ist doch sehr schön. Hörter. Der legendäre Kampf. Du hast Glück. Dragon hat nicht weiter gelebt. Außerdem kannst du eh nicht mehr fliegen, außer du erreichst nicht 17 Punkte. Ja, das schaffst du locker. Wenn du wieder da bist. Das ist zu viel. Nee, das passt schon so. So ist besser. So ist besser. Müssen wir gleich schauen, wie das aussieht. Ich gebe auch gleich eine Grundtour durch ein Haus. Ich finde es halt echt gut gelungen. Aber ich sag dann noch dazu, dass der Keller zusätzlich ist. Aber ist schon geil. Also so ein Lager zu haben, ist schon geil auch. Sonst noch was hier? Jutta, bist du immer der dann gute Ideen noch beibringt. Hast du beibringen, genau. Hast du hier noch eine Idee? Weil wir einfach sagen, Treppenhaus bleibt so. Was vielleicht noch fehlt? Nee. Doch nicht. Ja, das ist ja so eine Art Weinkeller.
Arbeitslager. Ah, ich habe eine Idee. Man könnte ja hier so Eis lagern, oder? So weit so hinlegen. Ah, nee, nee, das ist scheiße. Ich will ressourcenfreundlich bleiben. Obstlagerplatz. Ja, gut. Wie macht man ein Obstlager? Sag mal. Mit so Körben. Ja, mit was für Körben, Junge? Was hast du gemeint? Alter. Hasse. Oh, ich hasse diese Blitze. Das klingt jedes Mal so, als würde ein Creeper explodieren und mein ganzes Haus in die Luft jagen, Mann. Schlimm. Ja, noch was darstellen. Vielleicht auch. Ist das realistisch im Keller? So hier so irgendwie. So einen Räucher. Nee, oder? Doch, eigentlich schon. Wenn wir das so machen. Nein, so machen. Schön einrahmen. So, Räucherofen mit Fisch. Ja, mit Fisch. Gut, wo mache ich den Fisch hin? Vergesst nicht. Es gibt keinen unsichtbaren Item Frames. Ja, gibt's nicht. Nee, natürlich nicht, weil wir hier bauen Survival House. Also ich glaube, es gibt sogar theoretisch kannst du ja selbst, denke ich mal, dass man selbst welche in Bedrock machen kann. Hier gibt es ja genauso Befehle. Also hier. Findest du so gut, so sieht es irgendwie unsymmetrisch aus, obwohl es symmetrisch ist. So, oder? Eigentlich können wir auch, müssen ja nicht nur den machen. Wäre eigentlich vielleicht so, oder? Was hältst du davon? Weil Räucherofen sind sinnlos. Wir brauchen auch was Nützliches. Aber vielleicht ein bisschen, aber meistens hat er noch so Erz und so. Nightfall ist heute ganz schön spammy. Oder? Nee, eigentlich nicht, nee. Es geht schlecht. Das Video kann ich nicht über Java machen. Ich kann nicht Minecraft normal spielen auf meinem PC, Jupiter. Ich zeig dir das Haus jetzt, aber ich kann es leider. Ich kann auf meinem PC nichts aufnehmen. Das habe ich schon getestet. Ich dachte ja, das geht aber. Nein, nein, jetzt reicht's. Halt, stopp. Was wollen Sie hier schon wieder? Woher kommen Sie schon wieder? Ich habe Sie doch gerade erst getötet. Wollen Sie schon wieder mein Haus kopieren? Sie blöder. Der muss sterben. Die ganze Zeit wollen diese mein Haus kopieren und auf YouTube vorher rausbringen, bevor ich es gemacht habe. Lassen Sie das bitte. Danke. Also, die haben es offiziell bestätigt, mein Haus ist gut. Es wird ein Tutorial in 1000 aufrufen. Okay, jetzt lade ich noch darüber ein, der wird es wirklich so. Das wäre natürlich geil. Also, ich werde es auf jeden Fall in meine Base. Es sieht, ich feiere das. Also, als Starter-Base so. Auch sehr ressourcenfreundlich.
Na okay, man muss halt vielleicht ins End, aber wenn er nicht im End war, kann die Sachen halt weglassen. Für die Ender Chest. Eine normale Truhe hinsetzen oder so. Also jetzt wisst ihr alle, wo er ist. Also sofort dahin fahren. Let's go. Eingangsbereich, was wir da noch machen? Ja, perfekt. Also Jupiter, das hier ist. Fühle ich das jetzt hier? Ah, der Amboss. Ich muss erst wieder die Sachen herstellen. Gerade sah es schon sehr seltsam aus. Ja, ja, doch. Und da noch. Das da wieder. So. Und Jupiter? Sehr fast bei Afrika. Jupiter ist in Afrika. It's time for Afrika. Wo bist du nochmal genau? Das hast du auch oben geschrieben. Malta. Warte mal. Nähe Afrika. Bisschen voll. Bisschen, aber das ist so ein Starter. Ich finde es geil. Alles, was du brauchst, das passt schon. Oben ist ein bisschen besser. Ja, hier, wo du arbeitest, passt schon, oder? Nee, nee, das geht nicht. Da habe ich ja die Fenster zu und die kann ich nicht ersetzen. Wir haben unten ja schon viel Lager. Jetzt gehen wir nach oben. Das ist der obere Bereich. Hier hast du noch mal ein bisschen. Hast du hier noch einen Kleiderschrank. Also fürs erste wirklich so holzhausmäßiges. Also ich habe noch nie sonst so ein Dings gebaut. Und auch ziemlich ressourcenfreundlich, würde ich sagen. Und geil sieht's auch noch aus. Also, yo, das sieht. Ich feiere das übelst. Scheiß mal an, wenn du so auf dem Berg wohnst. Das sieht doch voll geil. Wollt ihr mich eigentlich verarschen? Einmal sieht was geil aus, bei Regen sieht es eigentlich auch gar nicht so schlecht aus, aber natürlich sieht es schlechter aus. Vielleicht. Oder. Du. Irgendwas mit Wetter. DOP, wir DOPen jetzt hier hatten. Nicht selbst. Wie macht dann Wetter aus? Ah, Toggle Downfall, Mann. Ja, Jutta, ich wusste, dass du schreist, aber... Was? Nee, so geht's auch. Nee, oder? Doch, das geht nicht, oder? Das kann ich nur umschalten. Scheiße. Ist echt schlecht. Okay. Auch wieder mit. Ja, natürlich Game Rule. Was vorhin habe ich ja auch schon das Ding so gemacht. Das hat mir Lukas gesagt. Ich war gerade echt schon wieder lost. Also hier ist es irgendwie halt scheiße. Ich weiß nicht warum. Game Rule. Nein, nein, das stimmt schon so. Du. Weather. Das ist schon. Also Bedrock und Dings werden.
immer gleicher. Aber es gibt noch immer Sachen, die anders sind. Manche Sachen sind da besser, manche da. Insgesamt kann ich gleich schon sagen, dass der Java schon besser ist. Wegen PC halt allgemein auch. Und wegen Modding-Bereich. Vorhin hat Dings mir auch geholfen. So Lukas und. Sieht auch schon viel besser aus. Gleicher ist gleich ähnlicher, ja. Gleich. Was habe ich jetzt gesagt? Das passt schon so, hallo? Zweifelst du in meine Deutschkenntnisse? Deutsch ist schon schwierig, Jupiter. Was erwartest du? Gleicher gibt's nicht. Ja, Mann! Es ist mir egal, was es gibt. Deutsch gibt's nicht. Es ist mir egal, was es gibt. Die werden aber immer gleicher. Also es ist fast gleich. Ähnlich ist was anderes. Ähnlich ist fast gleich. Aber auch nur fast. Fast gleich. Aber ich meine ja fast gleich. Also gleichel. Was für gleichel. Jetzt gleich kriegt's richtig rein. Das ist meine Minecraft-Kenntnis. Minecraft-Kenntnis. Lass meine Deutschkenntnis in Ruhe. Das ist auch Minecraft-Kenntnis. Das ist gleichzeitig. Wir müssen noch so einen Beat machen, oder? Story nehmen wir heute nicht mehr auf, weil dafür werde ich erstmal noch die ganzen Materialien aufschreiben. Das können wir jetzt dann machen. Also in der Truhe packen. So. Ich muss das hier actually ein bisschen breiter machen. Ich wollte einen Wolf zähmen. Da die ganze Zeit hier rumlaufen. Der Hund ist immer süß in dem Haus. Das ist ja ein Starthaus. Jeder hatte am Anfang einen Hund. Das ist doch einfach eine Pflicht. Geh mir doch jetzt. Wo ist der hin? Ich muss einen natürlich gefundenen finden. Fan. Ja, kommt. Komm hier rein. Böser Hund. Oh, jetzt erst drin. Den setzen wir hier hin. Oder soll der nach oben? Nein, er kommt hier nach unten. Dummer Hund. Nein, okay. Das Praktische ist, das hat Moschkraft gerade erfahren, dass ich am Handy, also eigentlich hat er das nicht erfahren, weil seine Nachricht automatisch zurückgehalten wurde, aber ich am Handy auch was machen kann, ohne dass ich jetzt hier raustappen muss. Ja, doch, man kann Emojis schicken, Jupiter. Schau mal hier, es gibt so viele tolle Emojis. Da muss einer die YouTube-Emojis nutzen. Wie geht's? Gut. Also, das ist jetzt das fertige Haus, oder? Theoretisch ist ja möglich, ja nur die 10, die sichtbar sind. Da hätte auch die wirklich nur das verbauen, was sie brauchen, oder? Ja. So machen wir das. Dann könnten wir auch den Stein hier. Nee, den setzen wir schon. Nein, was? Vielleicht, aber. Nee. Lieber nicht. Vielleicht. Vielleicht aber auch nicht. Ich fange hier mit Holz. Jo, was ist falsch mit mir? Kommt drauf an, ob ich noch Lust habe. Ich muss das Tutorial noch fertig kriegen. Ne? Morgen muss ich mich dann darum kümmern. Schneiden ist diesmal tatsächlich entspannt bei so einem Tutorial. Erstmal nichts aufnehmen. Na, doch nicht so entspannt. Und das Schneiden da auch nicht.
weil ich keine Timelapses machen kann, aber so schon ein bisschen. Wash wurde direkt weggewandt. Schade, Wash. Er wollte sich nur als Cutter bewerben und dann war es das mit ihm. Das war's mit dem Wash. Armer Wash. Es war so schön. Was? Komm schon, wir müssen hier ein bisschen erweitern. Dann sieht man, dass das scheiße aussieht, der Weg. Das ist nicht sonst der Weg. Jupiter entdeckt die YouTube-Emojis. Ein großer Schritt für einen Jupiter. Ein kleiner für mich. Der Berg ist hier schon sehr steil. Deswegen muss auch das Video steil gehen. Kappa. Das macht überhaupt keinen Sinn so. Aber das macht Sinn. Ja, oder? Der Weg passt. Ja, doch, doch, doch. Was ich habe. Wie war eigentlich das Tutorial? Ich muss hier eigentlich nochmal bauen. Spicy. Sehr, sehr spicy. Genau. Was soll ich denn das machen? Muss ich wahrscheinlich eine andere Location aussuchen. Dann zwar nicht so geil aussieht, aber ich zeig dann das Haus. Und baue das einfach. Da. Na, okay. Können es ja hier dann bauen. Scheiße. Wahrscheinlich brauche ich das hier unten irgendwo. Ich habe nicht reingeschaut. Jupiter, das ist schade. Du hast mich einfach geschlagen. Du Frauenschläger. Schon gut. Hey, Ken im Chat, da muss noch stehen, nicht schlagen. Jupiter, was erhoffst du dir? Es kommen in nächster Zeit keine Pixelcraft-Streams, also wird das nicht jetzt gemacht. Und du hast genau gesehen, was ich auf Discord gemacht habe. Warum ich eine Umfrage gemacht habe. Jupiter, jetzt erstmal.
20 Mal das Video anschauen, 30, 40 Mal, bis es gut angesehen ist. Das sehe ich so incoming. Ah, das Haus ist fertig, oder? Hier haben wir jetzt noch eine Laterne. Hier, das ist das, was fehlt. Das i-Tüpfelchen. Mit einem. Gut. mit einer Kette. Ich werde mir da Mühe geben. Boah, kick das rein. Das Haus und Jupiter, sagst du, es ist fertig? Was? Jupiter, jetzt muss ich ja überprüfen. Einer hat für Nein gestimmt. Geil. Wer war's? Thrive and More, geil. Ich stimme auch für Nein. Ja. Du siehst doch, was gewinnt, ja. Ganz klar. Sieht man eigentlich nicht. Und Lukas hat zweimal geliked. Also es geht gar nicht. Aber ich habe halt gar keine Upload-Info gemacht, also gar keinen Stream-Start. Der Stream war gut. Ja, Jupiter, der Stream war gut. Bevor du kamst. Passt solide 3 plus, das Haus? Oder was? Sagst du, dein Haus ist eine 3 plus? Oder meinst du, dass die Umfrage 3 plus ist? Oder meinst du, ja, die Umfrage wahrscheinlich, oder? Oder das Haus? Oder was meinst du jetzt? Was ist eine solide 3 plus? Joa. Ja, was? Ja, joa, ja. Gut, Jupiter. Danke. Das Haus mit 3 plus? Nee. Nee. Das soll ich mir nicht sagen. 3 plus, da kannst du eine 2 aufheben. 2 minus. Minus und plus kannst du mal verwechseln. 2 plus. Ja, 2 plus ist eigentlich auch eine 1 minus. Und 1 minus ist eine 1. Ganz einfach. Also ist das Haus eigentlich eine 1. Danke, Jupiter, dass du gesagt hast, dass das Haus eine 1 ist. Dann sag, was man verbessern kann. Luft nach oben. Also sagt man, soll nicht viel Luft nach oben haben. Ach so. Sei es doch klar. Sei es doch gleich. Da mache ich einfach komplett Stein überall. Dann ist hier keine Luft mehr nach oben. Hey, jetzt World Ed recht, hätte ich dir einfach schnell einen Steinklotz übergezogen. Okay, nenn doch mal ein Beispiel. Was findest du scheiße? Kleiner. Lukas, wie findest du das Haus? Komm. Wer ist mein Lieblingswort? Tiefe. Tiefe. Jupiter, was ist das hier? Das ist Tiefe. Tiefe, hier. Normalen Häuser sind auch keine Tiefe. Ich habe hier mehr Tiefe als jedes Haus. Es ist Tiefe da. Bepflanzung. Die Detaillierung. Das habe ich genug. Es ist Detail da. Außerdem sind wir ja noch nicht fertig. Jetzt raste ich aus. Jetzt wird detailliert wie sonst was. Jetzt wird detailliert. Du wolltest es nicht anders, Jupiter. Du hast es so gewollt. Jetzt raste ich aus. Das bringt noch mehr Tiefe rein ins Haus. Noch mehr. Hinterseite ist natürlich schwierig. Weil da ist natürlich ein Baum im Weg. Ich glaube, den einen Baum müssen wir wegreißen. Der hier steht ein bisschen zu nah am Haus.
Es ist nicht zu wenig, Jupiter. Stopp. Halt, stopp. Jetzt gibt's Stress. Ich muss ihm schlagen. Also. Ihr wisst, als Mod sagt man sowas niemals. Sagt immer, dass das Haus schön war. Denn sowas lasse ich mir nicht sagen. Das gibt direkt eine schlechte Bewertung. Sieht da gut aus. Hör nicht auf, Jupiter. Von Kroko. Kroko, hallo, der hat 100.000 Abonnenten. Der hat fast 200.000 jetzt. Willst du mich eigentlich komplett wegflachsen? Das ist auch ein Starter-Beginner-Haus. Ein Starter-Beginner bin ich nicht so übel. Bei Kroko mag ich nicht so viel Detail. Das ist zu überladen. Du musst auch realistisch sein. Jetzt sieht's, finde ich, gut aus. Jupiter, was sagst du jetzt? Ich finde tatsächlich Kroko. Ich weiß nicht, welches du meinst. Du kannst mal einen Link reinschicken. Ja. Okay. Wenigstens sagst du das. Kroko ist ein anderes Level. Der hätte sonst auch nicht so viele Abonnenten. Der hat auch schon viel mehr Erfahrung. Dragon-Aussage kopiert. Aber es ist halt einfach so. Aber jetzt kommen wir schon auf Kroko-Niveau. Ah, das sind eine 2 plus. Weiter hinten. Das geht nicht. Es gibt Schläge. Nein, okay. Ja, nee, nee. Passt schon. Aber jetzt 2 minus. Ja, oder? Für dich ist es gut. Ja, hallo? Ja, jetzt wird es ja immer schlimmer. Jetzt wird es immer schlimmer. Siehst du das, Lukas? Sie haben mich fertig gemacht. Der eigene Mod macht einen fertig. Geistig. Fertig. Er hat mich fertig gemacht. Ich werde depressiv. Was um Lianen? Was für... Nein, Lianen machen wir nicht, weil die sind abfuck. Was das? Weiß nicht, wo denn. Hier ist noch ein bisschen leer. Fällt mir auf. Ich will eigentlich noch Blumenkästen machen, aber ob wir hier hinten auch noch Blumenkästen wollen, ist die andere Frage. Zaunelemente? Was für Zaunelemente? Wir sind hier nicht auf irgendeinen... Wir sind hier mitten im Wald, Jupiter. Es kann schon mal sein, dass ich eins mit Zaun baue, aber... Also ich habe mir auch schon viele Starterhäuser angesehen und der hat auch nie Zäune gemacht, Kroko. Weil ich habe... Das hat mich ja auch ein bisschen dazu gebracht, weil ich so überlegt habe, was ich machen könnte. Da habe ich gedacht, ja, das ist doch voll geil. Also ich werde die nicht abbauen, weil das wäre ja dumm außerdem, weil ich will ja meine eigenen Designs ausprobieren. Dadurch verbaue ich mich ja auch im Bauen. Dafür baue ich mich im Bauen. Emotional Damage. Das war richtig gerade Emotional Damage. Da verbessere ich mich im Verbauen, oder? Was? Das ist ja noch schöner, was ich gerade gesagt habe. Nicht ein Starterhaus. Ja. Ja, okay. Willst du. Das darfst du aber nicht. Opfer. Was? Krass. Starterhaus, da kann sich keine Blumen leisten. Das muss schon feststehen. Okay, du gehst nicht hier vom Starterhaus. Okay, das ist doch. Aber ich finde jetzt, auch mit diesen neuen Holzelementen, also Jutta hast doch noch was beigetragen dazu. Aber ich finde jetzt finally ist es gut. Zaun machen wir nicht, weil es ist im Wald und. Ja. Zaun wäre jetzt zu viel und ich kann keine schönen Zäune. Und mir fällt gerade kein passender ein. Ich finde, das ist so eine richtige Waldresidenz so. Also nicht von der Größe her irgendwie, aber doch schon irgendwie auch. Anscheinend siehst du an, da passt kein Zaun. Es ist so ein Grundstück, wo irgendwo in Afghanistan dieser Zaun steht, weißt du? Wo so das halbe Grundstück noch Wald dazugehört. Ach, unten Stein? Was?
Stein. Anfang auch Stein. Stein. Nein, ich glaube, das zerstört mein ganzes Haus jetzt. Ich mache jetzt keinen Stein mehr rein, oder? Lukas, was sagst du? Stein rein? Lieber nicht, oder? Das geht schief. Das passt nicht zum Haus. Will ich sagen. Ja, nee, das, ich werde es so. Wir müssen auch gut überlegen. Ich muss viele Tricks bedenken. Also zum Beispiel, dass man nicht die Grasblöcke braucht, sondern einfach das Dings hinsetzen kann. Ich hoffe, ich krieg das hin. Denkst du, man kriegt das Haus gut in 10 Minuten, also ohne Time? Ja, eigentlich brauche ich ja keine Timelapse. Ich sage ja zum Beispiel so, dann ziehen wir hier eine Wand ein. Das wird dann ein bisschen schneller gemacht. Ein bisschen da nicht übertrieben, sodass er auch noch sieht, was ich mache. Weil das, was ich immer meistens gesagt wird, so, jetzt kopiert es auf die andere Seite. Okay, es geht eigentlich, aber. Ich werde alles einzeln bauen. Für so Zuschauer, die auch gern sich das anschauen, stoppen, weiterbauen, stoppen, weiterbauen. Nicht so denken, ja, Video ist endlich fertig, Haus fertig und dann so, ja, jetzt spiegelt ihr das an. Es ist halt echt viel Holz, ja, aber es ist ein Holzvilla. Du musst bedenken, wir haben einen Steinkeller, viel Stein. Und ich finde für ein erstes Starterhaus. Wenn das nur mein Thumbnail ist, aber auch übelst geil. Ah ja, wer das meint, so, boah, das ist schon auch ne. Aber das finde ich schon wieder eigentlich ein bisschen zu viel für einen Starter. Aber ich finde das so immer so unrealistisch, so viel Bepflanzung. Zu viel Gras. Ach, Glas. Nee. Nein, ne. Ich finde halt, es ist ein modernes Haus. Schon moderneres Holzhaus. Ich finde es ja geil, auch mit dem Glas da. Es geht ja nicht darum, wie realistisch das ist. Aber das können wir doch nicht noch kleiner machen. Die Fenster, die sind doch auch richtig gut. Es ist Haar. Es ist nicht Haar, das Haus, Jupiter. Das ist es nicht. Hallo. Was ist das denn jetzt? Das ist eine Beleidigung. Die Seite ist irgendwie leer. 200. Nachricht. Ja, Jupiter, nein. Das war auch ein bisschen Spaß gerade. Das merkst du, denke ich auch. Dass ich dein Haus. Aber es kam zweimal Spione heute. Jupiter, bei The Joecraft kommt normalerweise nur einer. Dann weißt du, wie krass ich bin. Also es muss schon jetzt, also es eigentlich schon, also Aufwertung auf jeden Fall auf eine 2. Oder? 2 würde ich schon sagen. Weil ich habe es jetzt verbessert. Das macht eine 2 minus draus und 2 Spione. Das macht auf jeden Fall eine 2 draus. Fast schon eine 2 plus. Weil die wollten es kopieren. Ganz klar. Bei Joecraft auch immer so. Halt, stopp, hallo. Die Spione sind entscheidend, ob ein Gebäude gut ist, wenn die nicht kommen. Deswegen ist Pixelcraft keiner gekommen, weil alles scheiße ist. Der Kinderscheiß. Also, du bist der Kinderscheiß. Das machte Joecraft. Hat es extra uns beigebracht. Und du sagst, das stimmt nicht. Das kann man doch nicht sagen. Muss man mal reinschauen in die Programmierung. Da sehe ich irgendwas so gut gebaut. Ja, dann spawnen die. Safe so. Das Ding ist, eigentlich wollte ich noch das Haus in verschiedenen Holztönen aufbauen. Ah, ich glaube, das meine ich nicht mehr. Ich
Ich kann ja sagen, das ist Haus, man könnte noch theoretisch andere Materialien. Bin jetzt aber auch weg. Das gibt keine Punkte. Tatsächlich. Oh, stimmt. Wir haben ja jetzt das System geändert. Das heißt, du kriegst doch. Du bist schlecht, Jupiter. Opfer. das heißt, du musst für heute Punkte bekommen. Weil du kriegst ja jeden Tag trotzdem deine 0 Punkte dann reingehauen. Aber viermal hast du ja frei. Zweimal hast du leider schon benutzt. Armer Jupiter, er wird so zerstört. Er wird so zerstört. Aber trotzdem, danke, dass du da warst. Eigentlich kann die auch, du kannst auch schon zwei haben, ja. Weil du warst jetzt schon lange da. Von den ersten und den Streams, da ich dir auch nur zwei und da warst du lange da. Da kann ich dir heute auch zwei geben. Weil du im Urlaub bist. Bonus. Ein bisschen. Da hast du Glück gehabt. Also Lukas, jetzt nochmal deine Bewertung ohne Jupiters. Vergesst die Scheiße, was Jupiter gelabert hat. Der war nie da. Abgemeldet hast. Ob das geht? Nee. Nicht so. Jupiter, der Urlaub zieht dazu. Da bist du ja nicht da. Das ist mir egal, was ihr in der Zeit macht. Ob ihr einfach keinen Bock habt, krank seid. Oder im Urlaub seid, das ist alles das Gleiche. Also für mich, weil ihr seid immer nicht da. Und das ist ja immer so. Ihr bist ja dauernd im Urlaub. Und wenn es zu viel ist, dann werden wir das sehen. Dann werden die Eltern kontaktiert. Oh nee. Du kriegst doch 2 Punkte, also sei leise. Deswegen habe ich das in den 4 Streams gemacht. Normalerweise bist du ja auch nicht so lange da. So lange weg. Außerdem, jetzt hast du dann schon 6 Punkte. Jetzt ziehst du mit Dragon gleich. Ist doch alles gut wieder. Also von dem her. Und du brauchst auch. Also in 4 Streams brauchst du 5 Punkte. Du hast jetzt in 4 Streams 4 Punkte. Aber du warst ja auch zweimal einfach gar nicht da und konntest nicht. Also von dir, du wirst es locker noch schaffen. Da habe ich Vertrauen in dir. Dein Ziel sind ja nur 17 Punkte. Du hast jetzt schon 6. Du hast noch 9 Streams übrig. Nee, eigentlich mehr. Also du hast noch. Der ist noch easy. Easy. Easy schaffbar. Der Jutta macht schon auch schlau. Der zweimal. Also wenn er jetzt noch. Ja, wir machen ja noch 2 Streams, bis er wieder da ist. Ja. Boah, Jutta hat es einfach 100 IQ-Move gemacht. Lukas, bist du denn noch da? Lukas ist nicht mehr da. Das gibt doch nicht. Ich gebe nur einen Punkt mit Banalkarte, damit es Gleichstand ist. Weil er nicht mehr da ist. Schade. Okay, da ist ja dann auch noch so ein Blumenkasten hinmachen. Weil es nicht so leer aussieht. Ja, schon mal jetzt anfangen mit dem Zählen. Ja, ich würde schon sagen. So packen wir eine. So. Eine Truhe. Das sind ja Bepflanzung drin. Ist das für Billigbereich hier oder was? So. So. So, so, so.
Ah ja, wir wollten zielen beginnen. Ja, denn hier ein Thumbnail. Ich muss dann. Ich kann noch das HUD ausblenden. Ah ja, perfekt. Wie mache ich das dann? Mit dem Handy. Kann auch Screenshots machen, aber ich versuche mal über mein Handy einen Screenshot quasi zu erstellen. Wer denn so einen krassen Zoom hier drauf gepackt? Okay, wartet mal kurz. Ja, das sieht sehr gut aus. Ah ja, gleich den Winkel hier. Und ein bisschen näher ran. Das ist so ein bisschen zu. So ist doch ein guter Winkel. Ist das Bild geworden? Sieht aus wie ein Screenshot. Sieht 1:1 aus wie ein Screenshot. Boah. Krank. So, wieder zurück da rein. So. Das Thumbnail fürs Video. Ist wichtig. Stream sieht es auch viel grüner aus. Fällt mir gerade auf. Jetzt sieht es so farblos aus. Schade. Ja, jetzt müssen wir aber das wieder einblenden. Dass das so geht. Die Hand lassen wir dann ausgewendet, aber den hatten nicht. Oh, immer den Chat. So. Sie müssen ja da eine Kiste hinstellen. Da kann er theoretisch auch einen anderen Block reinsetzen. Nein, okay. Ich werde schon so zählen, dass man es einfach normal bauen kann. So. Ist gerade irgendwie dumm. Naja, ich denke nicht, dass ich es on-stream mache. Das ist sehr nervig. Aber ich wollte ja noch eine andere Location zeigen. Ich habe kurz lieber die Koordinaten an, damit ich weiß, wo wir sind, falls ich mal wieder hier zurück muss, falls ich nicht einfach sterben kann. Jetzt teleportieren wir uns an einen Ort, der wunderschön ist. TP. Seinen Namen noch eingeben. Fast hätte ich wieder verkackt.
Tja. Da sind die Koordinaten, oder? Ja, das passt. Also 300 3370. Nein, ich gehe. Was ist denn hier los? Eins, nee, da müssen wir 100. 150. Und da noch 1805. Und nein. Wenn es nicht klappt. Es hat geklappt. Boah, ich dachte schon. Sind wir hier? Also dieses Biom hier. Sieht übelst geil aus. Ist halt voll klein irgendwie. Ach, ich feiere das Biom hier übelst. Also wer das Biom nicht mag, da ist einiges falsch gelaufen dann im Leben. So Akazien. Ist ja eigentlich so ein Dschungel. Ja, auch hier so schwebende Inseln und so. Hier ist da noch eine Wüste. Ist eigentlich so ein geiler Ort hier. Also, da ist sogar, wartet mal. Hier. Ja, hier ist sogar noch so ein schönes Wüstendorf. Ja, ist da ernsthaft? Die Welt ist irgendwie sehr buggy. Einfach so ein Stein an diesem Haus. Jo, das Haus ist sogar dadurch abgeschnitten worden. Jo. Was ist eigentlich hier für eine buggy Welt, bitteschön? Krank. Das habe ich gar nicht gesehen. Und da, nein, oder? Denn ist auch noch ein Mesa-Biom. Langsam bin ich hier auch verarscht. Wie geil auch das hier aussieht. Ist das ein neues Minecraft? Richtig gut, Mann. Sie hat ja noch nie Minecraft gespielt. Okay, das ist zum Glück. Zum Glück kein alles Sand. Sonst wäre das jetzt unten gewesen. Vielleicht finden wir ja noch mehr gute Locations. Noch ein Pillager Outpost, Junge. Hier ist ja doch der Lucky Watch. Da ist auch noch so ein Käfig. Hier ist aber niemand, weil er eben friedlich ist. Das kann ich hier heute noch gehen können. Hier ist so ein riesen Korallenriff. Fühlen wir einfach mal wieder unter Wasser. Sehr schön. Unglaublich. Irgendwie ich noch weitere Kunden jetzt hier. Da ist so eine Pyramide. Ich muss jetzt da reinschauen. Ist doch eine, ja. Ist eine. Die ist doch auch noch gefühlt verbuggt. Fehlt doch die Hälfte. Denn hier jetzt? Okay. Naja. Gut. Doch nicht so OP. Aber das wäre es dann auch gewesen.
schon echt erstaunliche Sachen gibt's. Stream jetzt auch schon wieder fast 3 Stunden. Boah, die Höhle da. Okay. Ist auch eine super Höhle, wahrscheinlich. Kann man einfach nicht fair. Da müssen wir das nicht machen. Kill. Edge S. Edge S. Hätte du uns dann zu killen. Okay, das reicht mir. Jetzt machen wir es halt so. So, hier ist der Spawn Point. Naja, natürlich, weil ich hier im Bett geschlafen habe. Ja, okay. Ah, er wusste. Ja, gut. Das sind kurz wieder Einstellungen. Wer wusste schon, dass ich heute eigentlich so ein geiles Haus bauen werde? Ich dachte nicht, dass es so geil wird. Ah, so in etwa dann, nach 10 Minuten, so als habe ich einen Kopf. Ein bisschen. So in der Art. Ja, okay. Ja, ich würde sagen, das war's dann auch für heute. Und damit, ciao Leute, bis morgen auch direkt in Autostadtrennen. Tschüss. Das soll ich da natürlich auch ankündigen, nicht so wie diesen Stream. Ah, jetzt, ciao.